Hallo zusammen, heute geht es um eine Produktstudie, Skizze, und zwar, da war uns jetzt wichtig, euch mal zeigen, wie man mit Ellipsen ganz einfach arbeiten kann, am Beispiel eines Steckers. Das Ganze machen wir sofort mit einem Kugelschreiber, bisschen größer auch, so dass ihr dann auch vielleicht die Möglichkeit habt, auch ein paar Details mitzusehen, und wir beginnen wie immer mit der Grundform. Das ist eigentlich relativ einfach. Da gibt es so eine Vierpunkttechnik, um Kreise in Perspektive zu zeichnen. Das ist eins, was von mehreren Tipps, die ihr bei uns lernen könnt, wie sowas ausgearbeitet wird. Und dann geht es auch meistens auch in die Details. Das heißt, aus dem Quadrat wird ein Kreis in Perspektive, und den formen wir dann noch so ein bisschen die Kanten nochmal aus, weil der Stecker nicht ganz rund ist, also zumindest den wir jetzt hatten, und skizzieren dann die restlichen Details. Wichtig ist, wenn ihr dann mit einem Kugelschreiber skizziert, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil ihr lernt einfach, ohne Radiergummi zu arbeiten, und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass ihr dann mit einem Kugelschreiber arbeitet, mit dem man wirklich sehr auch leicht skizzieren, der so ein bisschen wie ein Bleistift von der Hand weggeht, dann wird das Ganze umso angenehmer. Man sieht natürlich hier die kleinen Bereiche, wie das jetzt hier ausgearbeitet wird, sprich die kleinen Schrauben und Details, die kann man natürlich auch, oder sollte man natürlich mit andeuten. Und da kann man bei so etwas sehr gut sein Auge schulen für die Details. Dann geht es auch natürlich um die kleinen Bereiche drumherum. Mit ein paar kleinen Schrauben und immer wieder Ellipsen, die jetzt sozusagen für diese Stecker, ich weiß nicht, wie man sie jetzt nennt, sozusagen diese Pinne, die da rauskommen, da muss natürlich auch das Ganze perspektivisch richtig sein, und den unteren Strich ein bisschen kräftiger, damit so diese Tiefe entsteht. Also ihr seht eigentlich, aus dem ursprünglichen Zylinder, den man hat, baut sich Stück für Stück ein kompletter Stecker auf. Und hinten natürlich genauso in der Achse gelegen die kleine Ellipse, die das Ganze dann sozusagen zum Kabel hinführt. Da wird es noch ein bisschen kleiner im Hintergrund und alles auf dieser Achse liegend. Wichtig ist bei Ellipsen, dass ihr wirklich mal so vielleicht ein paar Kreise mal in der Luft ansetzt, bevor ihr dann den Stift zu Papier bringt. Dadurch wird das Ganze auch noch ein bisschen netter aussehen. Hier sieht man es. Das Kabel nochmal, was verläuft, und dann geht es auch um die Details, erkläre Hilfslinie. Das kennt ihr vielleicht von unseren Videos. Die Linie, die bringt so ein bisschen die, erklärt die Form, wenn man das so sagen darf. Also die Linie gibt das Ganze nochmal sehr gut wieder, was sich dahinter verbirgt. Das könnte man schön andeuten. Hier dann auch. Und immer wieder mit der runden Bewegung werden dann die Schatten angesetzt. Wichtig, dass das nicht gerade ist, sondern mit der Form arbeitend bei der Schraffur. Das unterstützt die Zeichnung und arbeitet nicht dagegen. Also es passiert ab und zu mal in unseren Workshops und Seminaren, dass das genau andersrum gemacht wird. Und dann merkt man vielleicht unbewusst, da stimmt irgendwas nicht. Aber meistens liegt es eben daran. Schaut natürlich bei den kleinen Details, dass man die auch ein bisschen mit Schatten und Licht versieht. Das ist wichtig. Und dann auch mal vielleicht hier auch nochmal die Rundung. Also stellt euch vor, woher kommt das Licht? Das ist wichtig, dass man das einmal sieht. Und
Aus welchem Bereich das Ganze nochmal mehr in die Tiefe eingesetzt wird. So kann man das ein bisschen angehen und dann mit einem kräftigen Strich werden dann die Kontraste nochmal. Ausgearbeitet und fertig ist fast die Zeichnung. Also wie gesagt, im Ellipsen wichtig, einfach mal üben, ein bisschen die Hand übers Papier zu schwingen, ein bisschen freier zu sein, bevor ihr dann die kompletten Kontraste setzt und damit habt ihr die Zeichnung eigentlich fertig. Hier ein bisschen eine Kontrastfläche angedeutet. Ja, vielleicht zusammengefasst, das ist das Ergebnis. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne bei uns als studienvorbereitenden Kurs machen. Wir haben bei Industrial Design und Produktdesign eine 100%ige Erfolgsquote bei unseren Bewerbern. Wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert. Vielen lieben Dank, auch für die positive Bewertung. Und bis bald, euer Akademie Ruhr-Team.